Herr Czernohorsky, Sie werden immer wieder als Nachfolgekandidat für den Herrn Bürgermeister, für den Bürgermeisterposten genannt. Würden Sie sich dafür zur Verfügung stellen? Ich bin liebend gerne Bildungsstadtrat und das gerade mal ein paar Wochen und da habe ich noch einiges vor. Aber mittlerweile gibt es doch sehr wenige Namen, die als Nachfolgekandidaten fallen. Finden Sie das auch als Nachwuchspolitiker eigentlich auch bedenklich, dass so wenig für den Nachwuchs getan wurde? Nein, es gibt unglaublich viele großartige Persönlichkeiten bei uns in der Partei. Und wenn Sie die letzten Wochen rekapitulieren, diese Debatte, Ludwig, Häupl und die Forderungen, dass der Herr Häupl abtreten soll, was würde man da besser machen? Was sollte man besser machen? Na, da gibt es ganz viel, was wir lernen müssen und besser machen müssen. Zuallererst einmal, dass wir, wenn wir ausschließlich über uns selber reden, ausschließlich mit uns selber reden und das nicht draußen oder durch das gegenseitige Ausrichten von Dingen. Na, weil um Wien besser zu machen, und das ist ja auch das Motto der heutigen Tagung, da müssen wir gemeinsam arbeiten können, weil gemeinsam sind wir stark. Und jetzt verzögern sich die Abstimmungen, es gibt noch viele Redebeiträge. Glauben Sie, dass heute zu vielen Streichungen kommen wird? Naja, dass es viele Redebeiträge gibt, ist an sich ganz normal. Das sind alte Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gewohnt. So ein Parteitag ist nie schnell aus. Dass es nach dem Bürgermeister auch und nach dem Bundeskanzler auch sehr viel Diskussion gibt darüber, was wir besser machen können, auch. Das gestrichen wird, hoffe ich natürlich nicht, weil es geht ja darum, gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen. Und das geht nur, wenn wir uns alle mit einem guten Ergebnis wählen. Dankeschön.